So, und ist schon wieder. Nächste. Habe ich jetzt als Weihnachtslokomotive umgebaut. Ihr habt vom Fahrrad so ein Blinkding drin, ja, weil ich will ja nicht den Strom machen, falls ich das mal verkaufe bei eBay und dann Kinder angehen, es passiert was. Mit Strom mache ich hier nichts. Können dann die Leute machen, die es ersteigert haben. Der Tannenbaum ist bloß zur Dekoration dazu. Da kommen wir anders hin, ne? Alles in Ordnung, alles geklebt. Hier hinten kann man schöne viele Geschenke reinmachen. Ja. Hier hinten habe ich den Schnee und eine Schiene. Mit Schnee kann man sich ja dann alles selber noch einbauen. Wer Lust hat, noch ein bisschen was dran bauen. Aber ich finde es eigentlich so ganz gut gelungen, war eine Heidenarbeit. Hier, das sind Boxen vom Radio. Da und hier hinten in dem Dampfkessel direkt drinnen. War reiner Zufall, dass es in den Rohren eingepasst hat. Ja. Hier kann man noch vielleicht einen kleinen Weihnachtsmann reinstellen als Heizer. Hier kann man Geschenke noch reinschmeißen. So, und hier sind halt noch Anschlüsse für 12 Volt Strom. Oder 6 Volt. Aber wie gesagt, das mache ich nicht mehr. Das ist mir. Hier kann man dann praktisch, wer einen MP3-Player hat oder einen iPod. Hier sind die Lautsprecher dazu, kann man die anschließen, irgendwo an der Seite dran machen, kann man Weihnachtslieder hören. Ne? Aber wie gesagt, es ist praktisch nur, hier ist nochmal Strom für die Anschlüsse für die zwei Boxen im Dampfkessel. Aber wie gesagt, das ist nur ein Standmodell. Das ist, also damit kann man nicht fahren. Das ist nur was, was man mal Weihnachten rausholt, hinstellt, was daneben als Dekoration. Ne? Alles schön rot und grün, schön dunkles Grün, schwarz, gold. Wunderbar. Sie wird auch versteigert. Ist auch ziemlich groß. Seht ihr, wie der Tisch ist ja schon ziemlich groß. Ne, bisschen weniger als der Tisch. Und super. So, das war erstmal das nächste. Und das letzte erstmal. Vielleicht noch von mir jetzt ein Video. Sportmäßig, okay. Das sind alles nur Beweisvideos, dass die Leute dann auch bei eBay sehen, dass es geht. Müsste ich nicht machen, aber ich mach's halt. Sieht halt schön aus. Klar, wenn man die richtige Kamera hat, sieht das noch besser aus, aber ich bin ja kein Profi hier. Wegen Kamera und so, ja. Okay, tschüss.